Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wartet, ich muss das mal so machen, damit ihr meine Adresse nicht seht. So, es kam nämlich was an, was ich mir bestellt habe für Weihnachten. Das ist mein Weihnachtsgeschenk von mir selbst an mich selbst. Die Webseite packe ich euch unten drunter. Ich weiß noch nicht, wie ich das Video benennen werde. Also entweder nenne ich es so, wie was das ist, oder so, wie es nicht ist. Ist halt Ambilight. Also Ambilight nachrüsten. Und nicht einfach nur Ambilight nachrüsten, dass man halt per Fernbedienung das Licht auswählen kann. Nein, ein richtiges Ambilight. Wir haben hier, das LED wird es sein. Das ist ohne LED-Strip. Das ist eine Sonderanfertigung. Das sind nicht normale LED-Strips. Die haben andere Anschlüsse. 5,25 Meter. 70 Watt. Hier steht hier da, wie viele LEDs das sind. Das weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Die sind halt so verpackt. Dann zweimal HDMI-Kabel. Das werdet ihr auch gleich verstehen, warum. Ach cool, eine Anleitung ist auch mit bei. Dann kann ich euch das nämlich gleich zeigen. Und die haben nämlich zwei Versionen. Einmal die Version, die ich gekauft habe. Ist auch nicht billig, sage ich euch gleich. Haben sie einmal, das nennt sich Dream Screen auf Deutsch. Ich habe nämlich, hier, da steht's, die 4K-Version. Und dann haben sie halt einmal noch die normale HD-Version. Und ich hole euch mal was näher rum. Die normale HD-Version ist für HD-Fernseher. Und dann haben sie halt, da gibt es auch auf der Webseite richtig, kann man sagen, was habe ich. Und dann kann man sagen, welchen Fernseher, welche Größe und so. Und am Ende kommt man dann auf die Bestellseite und steht dann, ja, die Lampen, dann steht da schon alle drinnen, brauchst du dann hinten sagen, in Warenkorb packen oder ja, kaufen und so. Und dann per PayPal. So, und hier ist es halt, man kann das auch per Handy dann einstellen, da habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Kommt auch ursprünglich aus Amerika und die Firma, die das hier macht, ich vergesse den Namen immer wieder, den kann ich euch auch mal sagen, hier nochmal, Telegraph, mit so einem TV-Symbol mit Muckis, die haben das allein gerechtet, in Deutschland zu verkaufen. Beziehungsweise, die haben ja auch noch die Strips ein bisschen auf eigen gemacht. So, wenn wir das jetzt hier auspacken. So, hier haben wir dann auch nochmal eine komplette Anleitung, wie wir das machen werden. Ich werde das wahrscheinlich diesmal nicht aufnehmen, wie ich das anbringen werde, weil das werde ich mit meiner Frau dann zusammen machen. Dann haben wir hier einmal so ein nochmal ein komplett bebildertes Handbuch in Englisch. Und hier seht ihr, da ist der Kasten. So, und der ist nämlich hier drinne. So, das ist das Herzstück des Ganzen. Wir haben hier nämlich dann drei Eingänge. Also wir können drei Geräte anschließen für Ambilight. Wir haben hier Knöpfe dran. Da muss ich durchlesen, für was das ist. Ein USB ist mit dran. Ich denke mal für Strom. Dann haben wir hier ein Ausgang logischerweise, der zum Fernseher kommt, Strom und einmal LED-Leuchte. Für was das zweite ist, weiß ich nicht. Da können wir aber im schlauen Handbuch nachlesen. LED1 Import, LED2 extra LED Import. Also kann man noch extra LED ranmachen. Okay. So. Ich werde mal das gucken, wie ich das hier rauskriege, ohne hier alles so zu machen, dass ich es nicht wieder reinkriege. Also wie gesagt, den Kasten haben wir mit bei. Ah, hier ist es auch nochmal. Da. Also ich habe mal was nicht bei Amazon gekauft. Ich weiß, es ist selten. Hier haben wir den Stromkabel. Ich packe das mal alles wieder rein, weil es auch gleich Abendbrotzeit.
Oh, komm her. So, dann haben wir hier den Stromkabel. Dann haben wir hier... Ah, okay. Dann haben wir hier einmal so ein Kabel. Seht ihr das? Da? Was dann auch in den Kasten drin kommt. Und hier kann man dann normale RGB ranmachen, glaube ich. Da muss ich dann auch meine Hand im Handbuch lesen, weil wenn das wirklich so ist, dass da man normale HDR-LEDs noch dazu machen kann, wäre das natürlich richtig geil. Weil ich habe ja meine 2x5 Meter LEDs gekauft, diese Strips. Mit Fernbedienung funktionieren die. Dann klatsche ich die einfach mit ran und mache die um den Schrank unten oben nochmal komplett um den Fernseher rum, um das nochmal vielleicht ein bisschen zu verstärken. Oder oben auf die Schrankwand rum, irgendwie, dass man das nochmal ein bisschen gefühlter bekommt. Hier ist nochmal ein HDMI-Kabel gleich mit bei. Gut, dann hätte ich nur ein HDMI-Kabel bestellen müssen. Das habe ich wohl überlesen. Aber 4K HDMI-Kabel kann man immer gebrauchen. Deswegen ist das eigentlich ganz gut. Ja, und das Ganze, ich zeige euch jetzt auch gleich nochmal die Zettel, die mit bei sind. Ich denke mal, das sind die genau gleichen Zettel, wie ich sie mir auf der Webseite angeguckt habe. DreamStream 4K, dann die LED-Strips, dann zweimal HDMI-Kabel. Hätte ich mal genauer lesen müssen, hätte ich nur eben bestellt. Aber egal. Und dann haben sie auch noch so kleine Lampen, die man links und rechts daneben stellen kann oder oben und unten. Und die kann man dann mit anschließen, ob man sie hier mit anschließen kann oder ob die dann über die App irgendwie mit funktionieren. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, ehrlich gesagt. Aber es soll wohl funktionuckeln. Und da bin ich auch sehr neugierig. Die werde ich vielleicht später irgendwann mal kaufen. Hier haben wir dann halt erklärt, dass wir einen Dreamscreen haben. Wir haben das Netzteil. Wir haben... Day-Kabel, also das ist der Adapterkabel. Dann haben wir 5 Meter LED-Leiste, die sind halt in diesem extra verpackten. So, was haben wir hier? Achso, hier steht dann erklärt, wo was rankommt. Da können wir dann halt noch normale LED mit ranklatschen. Grün Data, Blau Data, Rot 5 Volt. Okay. Die Rückseite kann ich euch so zeigen. So sieht das denn aus. Also da haben sie wirklich sich Mühe gegeben. Da ist wirklich viel drin. Ah, hier ist das erklärt, was ich euch auch noch zeigen wollte. Weil ein LED-Strip geht ja eigentlich nicht hoch und dann rüber und runter. Das muss man ja um die Ecken rum machen. Und die sind halt speziell gemacht, dass die so ein bisschen biegsamer sind. Und hier haben wir dann so eine Anleitung, wie wir die biegen sollen. Deswegen werde ich das wahrscheinlich ohne Video diesmal machen, das aufbauen. Das mache ich dann mit meiner Frau zusammen. Und dann haben wir jetzt hier nochmal eine Erklärung, wie das alles funktioniert, die LED-Strips. Und es wird irgendwie, ich hatte auf der Webseite also 150 LEDs, also ich habe aber mehr, 200 LEDs. Also das sind die verschiedenen LED-Ketten. Also die haben drei verschiedene Längen da. Und ich habe mir das halt auf der Webseite alle durchgelesen und irgendwie, das funktioniert halt über diesen kleinen Kasten, der mit bei ist. Und da muss man in der App irgendwie einstellen, wie viele LEDs man hat. Beziehungsweise nicht wie viel man hat, sondern wie viele LEDs oben sind, wie viel unten sind, wie viel links und wie viel rechts sind. Also ich habe es alles nur überflogen. Es kann nur sein, dass es jetzt mit dem Update schon nicht mehr so ist, wie mal da stand. Ja, und dass ihr das dann erkennt und das 4K-Ding steuert dann diese LEDs an und dann hat man praktisch, wenn man eine Seite blau hat und andere Seite grün, leuchten die LEDs auch halt auf der Seite, wo blau ist, blau und auf der anderen Seite grün oder andersrum oder so Lichteffekte und so. Also da war auch ein Video auf der Webseite mit drauf. Es sah einfach geil aus und das ist halt besser als jetzt einfach nur ein normales Licht hinten dran. Grün, blau, rot oder was weiß ich. Und
Ich möchte ja bei Samsung bleiben. Ich habe ja einen Curve. Ich weiß auch nicht, wie. Also, alles, was ich gesehen habe, war mit normalen LED-Fernsehern. Kein Curve. Ich bin mal gespannt, wie es bei meinem Curve ist und ob das von der Länge und dann so überhaupt so aufgeht. Ich werde das nicht ganz am Rand machen. Ich werde das halt so ein Stück drunter oder beziehungsweise daneben werde ich es machen und nicht direkt an der Kante. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Oder ich werde einmal rumpacken und gucken, ob das mit der Kante so kommt. Und erstmal muss ich sauber machen da hinten, damit das auch hält. Ich hatte ja schon mal so ein LED hinten dran und das hat nicht gehalten. Gut, das war ein Billigprodukt, aber das hat nicht gehalten. Ich hoffe jetzt, dass das hier alles ein bisschen besser hält. So, das soll es zum Unboxing gewesen sein. Wir sehen uns im Hardware-Video, wo ich es dann vorführen werde oder vielleicht doch mit euch anbauen werde. Ich weiß es noch nicht. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Achso, die Webseite findet da unten in der Videobeschreibung vom Dream Screen. Ich bin echt gespannt. Also ich habe bis jetzt auch nur gute Sachen gesehen. Negatives habe ich noch nicht gefunden. Also ich bin echt gespannt, ob das auch wirklich das erfüllt, was zum Beispiel ein Ambilight beim Panasonic macht. Also von den Bildern und Videos, ja. Aber mal gucken, wie es denn in echt aussieht. Weil schreiben und sagen kann man ja mal viel. So, aber jetzt bin ich wirklich weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.